Hallo ihr lieben Krebse, ich gucke in euren Monat November für das Kollektiv der Krebse und ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Freundschaft könnte wichtig werden für euch, vielleicht auch Arbeitskollegen oder Kinder. Ihr habt hier tatsächlich Menschen liegen, die wichtig für euch sind, weil sie helfen oder sie zeigen euch auf, wo es emotionale Blockaden gibt, wo ihr eure Energie in etwas reinsteckt, was euch nicht nährt. Ich habe hier bei euch im November tatsächlich ein großes, gewaltiges, spirituelles Wachstum. Das wirkt auch so auf euch, dass ihr eurer Intuition wieder mehr vertraut, dass ihr euer Bauchgefühl bei wichtigen Entscheidungen wieder mehr aktiviert, dass ihr Emotionen, die ihr lange verdrängt habt, wieder anguckt. Und ich sag mal so, ihr habt wieder die Kraft, die Dinge in eure Richtung zu lenken. Und da geht sehr viel über den Bereich Einsicht, Intuition, Hellsicht, dieses Vorausfühlen, wo etwas wie strukturiert sein kann. Also hört hier verstärkt auf euer Bauchgefühl. Was sagt euer Herz dazu? Eine stagnierende Situation, eine schwierige Zeit kommt in die Veränderung. Was ich sehen kann, ist, dass ihr, was soll ich denn sagen, da wo ihr lange hinterm Berg gehalten habt oder wo ihr euch zurückgezogen habt, dass ihr da wieder mehr nach vorne kommt. Es kann hier sein, dass sich euch irgendein Herzschmerz aufzeigt. Der kann zu einer bestimmten Person sein, hier entweder gegenüber oder gegenüber der Vergangenheit oder auch irgendeinem Kind oder einer Freundschaft. Und ihr seid hier so ein bisschen bereit, daran wieder verbindlicher dran zu bleiben und die Dinge, die an euch nagen, in eine bessere Energie zu wenden, sodass ihr auch davon schöpfen könnt. Es stehen finanzielle Entscheidungen an, neue Wege, eine Bewegung in die Finanzen zu bringen. Ich sehe das hier eventuell auch über verschiedene kleinere Bereiche, die ihr nutzt, um verbindliches Geld zu generieren irgendwie. Es könnte ein bisschen Arbeit an der Häuslichkeit anstehen, also alles rund um das Haus, die Häuslichkeit, die Umgebung, dass ihr da sehr viel Kraft auch reinsteckt, um euch hier so was Schönes zu gestalten, ein schönes Umfeld oder ein praktisches Umfeld. Die ein oder anderen, die haben hier auch drauf, dass sie sich irgendwas gönnen oder in irgendwas investieren, von dem sie sich aus dem Umfeld raus mehr Energie ziehen können. Das kann ein schöner Gegenstand sein, eine neue Tapete, irgendetwas, das euch erfreut. Da, wo euch die Energie ein bisschen gefehlt hat, jetzt die letzten Wochen und Monate, da sieht man wieder mehr Stabilität, mehr Bewegung und auch mehr Aufblühen, Wohlfühlen. Ein oder anderer hat hier vielleicht Themen mit der Arbeit, die haben mit einem Amt, einer Behörde zu tun, eventuell auch selbstständige Arbeit oder Arbeit von zu Hause aus. Das Außen spielt ja eine große Rolle, das heißt, hier kommen auch Einflüsse, die ihr nicht kontrollieren könnt oder wo man eben so mitschwingt, weil sich im Außen etwas verändert. Zugleich habt ihr hier einen hohen Lernfaktor und auch die Möglichkeit, neue Wege zu gehen, eine Energie, die euch mehr erdet, mehr gelassen sein mitbringt. Es könnte ein Monat sein, wo sich vieles verändert. Wir haben hier so zentrale Themen, Häuslichkeit, Beruf, Finanzen, Beziehung, Freundschaft, alles dabei. Und vor allem ein Monat, in dem ihr abschließt, stehen lässt, beendet und neu beginnt. Möglicherweise habt ihr hier auch sehr schöne Kontakte oder Einladungen, die ihr wahrnehmen könnt. Nachrichtenaustausch, der euch irgendwie erfreut,
Gut, rechne mit guten Nachrichten, würde ich sagen. Nachrichten, die Erfolge bringen, Bewegung und auch Neubeginne. Was ich ganz zentral hier wahrnehmen kann, ist, dass ihr tatsächlich irgendwie damit beschäftigt seid, einen Herzschmerz in die Genesung zu bringen. Irgendetwas, was euch verletzt hat, wo ihr so ein bisschen melancholisch drauf guckt. Das kann hier aus dem freundschaftlichen Bereich kommen, Beziehungsbereich, ne? Dass ihr da wieder euch wohler fühlt, dass ihr Hindernisse überwindet, die so manche Wunde da in euch hat bohren lassen. Kann ja auch so was sein, wie du kriegst von irgendwoher etwas Trost, ein Trostpflaster wird dir gereicht. Viel Kommunikation über den Arbeitsbereich. Es kann auch sein, dass es irgendwie eine Thematik mit einem Vorgesetzten oder mit einem Kollegen gibt, wo ihr sehr stark damit beschäftigt wart und wo ihr jetzt irgendwie, ich nenne es mal Trostpflaster, draufgeklebt kriegt, wo etwas wieder gut wird, wo man verzeiht, wo man vergibt, wo einem das Herz wieder mehr aufgeht und wo auch der sensible Bereich in euch, der wird hier sehr, sehr angesprochen. Diese Qualität, wenn das Herz mal wieder höher schlägt und man erfreut sich an den Dingen. Bei den Finanzen ist es so, dass da auch Hindernisse gezeigt werden, dass man ein bisschen jongliert hat mit dem Geld oder dass man überlegt, wie man eine bessere Balance herkriegt. Das sieht man hier im kleineren Bereich. Und hier auch so diesen klugen Zug in den Finanzen, wo man auch sagt, ne, überlege dir, wo du dein Geld hintust oder für was du investierst, ob sich das lohnt. Also ziehe so eine Bilanz, ne, sei klug, für was du was ausgibst. Denn an sich möchte die Geldqualität hier auch verbindlicher einen anderen Weg nehmen, einen, der dich mehr nährt, wo du nicht mehr so ganz speziell drauf gucken musst, welcher Euro sich für dich in der Sparkasse befindet und welchen du ausgeben kannst. Es kann auch sein, du findest an sich andere Wege mit den Finanzen, ne? Dass du irgendwie etwas umstrukturierst, hier Arbeitsbereich, häuslicher Bereich, Ämter, Behörden, sodass etwas einen Mehrwert für dich hat. Ja, von den Krafttieren her haben wir für dich den Kojoten und der Kojote bringt dir hier unvorhergesehene Ereignisse mit. Das haben wir hier das Außen, diese Faktoren, die man nicht berechnet, die man nicht willentlich steuert. Da kommt jetzt irgendein Einfluss aufs Leben für dich. Und da bleibt auch nichts, wie es ist, sondern da wird so, die Karten werden gemischt, etwas strukturiert sich neu. Hatten wir hier Anfang und Ende, daraus die Veränderung. Ne? Hier geht es um deine ureigene Kraft. Das hatten wir hier, ne, dass du dir überlegst, welche Kraft nähere ich, wo gebe ich noch was rein. Hier wird auch gesagt, dass neue Chancen kommen, die es dir erlauben, deine eigene Kraft zu leben. Und es geht ja auch darum, dass du nicht Angst hast, aus irgendwie einem Fehler herauszumachen, nicht zu handeln. Ne? Also das ist so dieses Vermeiden von irgendwelchen Aktionen und dann stagnieren, das möchte hier in die Veränderung. Es gibt hier sehr viele Spiegel, in die du guckst in diesem Monat. Und was du da siehst, das berührt dich irgendwie, das habe ich auch hier, deine Intuition, deine Emotion, hier wird irgendwas sehr stark getatscht. Und tatsächlich hilft der Kojote auch, die Intuition, die Stimme im Inneren zu verfeinern und das Gefühl wieder mehr zu leben. Hier geht es auch darum, aus dem Vollen zu schöpfen, in Freiheit zu leben, sich nicht mit irgendwelchen Kleinigkeiten abspeisen zu lassen
Und es geht verstärkt auch darum, alte Muster hinter sich zu lassen. Die können bei dir hier, haben wir diesen Kreislauf auch, auf den Herzensangelegenheiten liegen, auf Dinge, die deine Seele immer wieder wiederholt. Und du möchtest eigentlich einen anderen Weg wählen. Und ja, da geht es darum, sich aus der Vergangenheit zu befreien oder aus dem Schattendasein der Vergangenheit. Alte Gewohnheiten zu verabschieden, ne? Frei zu sein, durchzuatmen, sich nicht für andere Leute verbiegen, sondern zunächst mal sich selbst treu und loyal zu sein. Das ist hier so ein bisschen wie eine kleine Neugeburt für die lieben Krebse. Wir gucken, welches Engelchen noch mit dir geht für den November. Guck mal, wie schön. Der Draht nach oben hält dich sicher. Das ist das, was hier schon gesagt wurde, ne? Deine Intuition, deine Anbindung, das alles wird hier dich nähren, auch wenn mal nach unten ein gewisses Fallen zu sehen ist oder wenn dir etwas wegbricht oder durchbricht. Wenn du nach oben verbunden bist, kann dir nichts passieren, sagen die Karten, ne? Ihr wisst, wie das gemeint ist. Ihr lieben Krebse, habt einen schönen November. Ich drücke euch bis bald.